Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Montag, dem 25. April. Es grüßt Sie wieder Christian Kammerer. Wir wollen heute hier gleich mal auf den Euro gegenüber dem US-Dollar schauen, den wir ja in der vergangenen Woche mit Silber zusammen im Fokus hatten. Also am Donnerstag letzter Woche fand ja der EZB-Event statt. Und ja, einerseits wenig Neues. Festhalten am alten Programm, andererseits dann auch eine gewisse US-Dollar-Stärke, die dann Einzug hielt, sorgten beim Euro gegenüber dem US-Dollar hier für schwache Handelstage. Und wir sehen hier oben rechts den Tagesschartverlauf, den wir auch ja sozusagen präferiert hatten. Und gehen wir doch mal direkt da rein. Und da sehen wir ja, es gab hier nochmal eine Attacke Richtung 1,14, um genau zu sein. 1,1399 war praktisch hier der Versuch, oder knapp 1,14 letztlich, der Versuch hier das Level zu touchieren auf der Oberseite. Jetzt haben wir es ganz genau. War noch eine falsche Kursstellung. 1,1398 hier, Handelsplatz JFD Brokers natürlich. Und ja, wir sahen hier dann entsprechendes Abwärtsmomentum während der vergangenen Tage. Und bis zum Freitag setzte sich das auch fort. Jetzt hier so eine leichte Stabilisierung am EMA 50. Aber hier aufgrund des Bruchs des Tiefs hier vom 14.04. scheint hier die Abwärtsbewegung noch nicht beendet und rein technisch wäre Luft bis zum Niveau von 1,1150 US-Dollar. Das ist eine Zone, die war auch schon zu früheren Zeiten immer mal wieder interessant, hat sich hier ein Stück weit aufgeweicht mit Beginn 2016. Wir sahen hier den dynamischen Ausbruch, dann wieder einen Rückgang, hier wieder einen Ausbruch und hier so ein kleines Pullback-Level, was die Zone mehr oder weniger dann doch schon wieder ein Stück weit aufleben ließ. Aber man kann annehmen, zwischen 1,11 und 1,1150 hier in dieser Zone, da ist zumindest Kapital auf der einen Seite mehr und auf der anderen Seite weniger aktiv. Wie es aktuell ausschaut, deutet vieles darauf hin, dass Euro-US-Dollar dieses Niveau noch ansteuern dürfte. Und das zeigt auch so ein Stück weit die vorausliegende Saisonalität. Also da haben wir jetzt nicht wirklich viel Indikationen. Mehr so ein Seitwärtsgeschiebe, nochmal leichter Impuls Richtung 1,13, 1,1350 vielleicht, um dann saisonal hier Mitte Mai abzudanken. Mal schauen, wie das mit Blick auf die nächsten 40 Tage aussieht. Also hier nochmal 20 mehr. Letztlich haben wir hier eine eher schwächere Tendenz zu erwarten bis Ende Mai. Das sehen wir hier sehr schön, um dann hier doch wieder ein ganzes das ganze Gegenteil zu erfahren. Das bleibt mal abzuwarten. Rein saisonal, das zumindest mal die Aussichten. Rein technisch haben wir ja nach den drei Verlusttagen hier jetzt vielmehr die Option, dass der Markt durchaus nach oben drehen darf, nach oben drehen kann. Jetzt die Gretchenfrage, wie weit es gehen kann. Also richtig dynamisch dürfte das nicht sein. Kurzfristig, wie gesagt, kann es ein Stück weit höher gehen, aber mir scheint das Ziel, und deswegen belasse ich den blauen Pfeil auch so von 1,1150 hier unverändert interessant. Das sind knapp 100 Pips noch. Wenn es hier zur Erholung kommt auf der Oberseite, dann meine ich, dürften die zwischen 1,13 und 1,1350 enden. Spätestens hier ist meines Erachtens mit einer Erschöpfung zu rechnen. Und erst oberhalb dessen wäre es dann wieder interessant. Man darf auch hier sogar den Pfeil ein Stück weit tiefer setzen. Also wenn es hier zu einem Tagesschluss über 1,14 käme, wäre dann durchaus wieder bullisches Sentiment möglich. Aber wir sehen hier die Abgabebereitschaft immer knapp über 1,14. Jetzt zuletzt hat es, wie gesagt, noch nicht mal gereicht bis zu diesem Niveau. Das deutet auf Schwäche hin, die eben bis 1,1150 noch führen dürfte, egal ob wir uns kurzfristig erholen heute oder nicht. Unterm Strich, auch hier sei gesagt, dass das es noch nicht sein müsste. Ja, wir haben hier im Prinzip die Gefahrenzone, die damit einhergeht. Wenn wir unter 1,11 zum Beispiel gehen würden, dann müsste man sogar interpretieren, dass Euro erst oder noch mal ein ganzes Stück zurückgeht. Also hier eine gewisse US-Dollar-Stärke wieder Einzug hält. Und das ist nicht von ungefähr, denn wir hatten ja auch in der vergangenen Woche schon im Devisenradar-Webinar, wo bemerkt, aber auch da schon auf den US-Dollar-Index hingewiesen, den ich Ihnen dann gleich nochmal kurz auf den Schirm hole, der im Prinzip auch an einer sehr, sehr interessanten Schaltstelle ist oder verweilte kurz davor. Da ist auch interessant, insbesondere das Niveau von 1,14 Euro US-Dollar interessant. Das ist so ein Stück weit gespiegelt beim US-Dollar-Index, die Marke von 93,9350. Und das zeige ich Ihnen jetzt mal hier im Chart entsprechend. Kleiner Augenblick. Nochmal uploaden. Gab hier einen kleinen Bug gerade. Aber jetzt haben wir ihn. US-Dollar-Index lädt hoch. Ich ziehe ihn mal rüber. Den Chart als solchen. In einem separaten Fenster. Da können wir das noch besser anschauen. So. Da kommt es rein.
Der US-Dollar-Index ist hier in einer Phase, hier im Wochenchartintervall, größeres Bild, ja, hier um 93 Punkte, 93,50. Das ist eine Zone, die war zuletzt sogar hier Anfang 2015 von Interesse. Ja, insbesondere hier als der Ausbruch erfolgte, dann leichter Rücklauf. Und während 2015 war das hier ein Level, was mehrfach ja, für Unterstützung sorgte. Und genau, Sie sehen es hier. Die letzte Handelswoche, die Woche davor, da ebbte so ein Stück weit der Druck auf den US-Dollar ab. Und grob gesprochen sind wir hier in einer großen Seitwärtsrange, nachdem wohl bemerkt hier Mitte 2014 die Dollar-Rallye entzündet wurde aufgrund des Beendi oder der, aufgrund der Beendigung des Quantitative Easing-Programms und der Aussicht eben Leitzinserhöhungen in den USA zu sehen. Die Leitzinserhöhung haben wir dann letztes Jahr im Dezember gesehen. Die Ernüchterung folgte aber letztlich prompt hier der Dezemberverlauf. So richtig dynamisch war das dann nicht, was man sich hier erhofft hat. Also das Kapital zog sich dann zurück aus dem US-Dollar-Raum, hier im Vorfeld der Spekulation schön positioniert, jetzt dann eben zurück. Aber wir haben hier technisch gesehen ein Level erreicht, was hier durchaus ja, interessant ist, auch wenn wir nicht die 93 exakt touchiert haben, die 93,62 war es im Tief. Und jetzt kann man technisch durchaus erwarten, und das bestätigt eben durchaus auch eine anstehende weitere Euro-US-Dollar-Schwäche, dass der US-Dollar-Index hier zumindest bis 96,20, vielleicht sogar 97 Punkte anziehen könnte und ergo der Euro-US-Dollar hier in einem Schwächeumfeld verbleiben kann. Das, wie gesagt, mal die Botschaft hier vom Euro-US-Dollar-Chart. Das würde sich erst aufheben, wenn wir über 1,14, 1,14, 15 raus, 50 rausgehen, 1,14, 50. Unterhalb dessen bleibt hier definitiv der Bär im Vorteil beim Euro-US-Dollar. Und das schauen wir uns auch noch mal ganz groß hier im Wochenchart an. Da nehme ich auch hier das massive Widerstandslevel hier oben 1,14, 1,14, 50. Und jetzt sehen wir eben, dass wir hier nach unten raustropfen. Die Aufwärtstrendlinie ist hier nur marginaler Natur. Können wir mal ein Stück weit versuchen zu justieren, damit wir hier noch ein paar mehr Auflagepunkte kriegen. Ja, das wäre jetzt mal hier, sage ich mal, um möglichst viele Candlestick-Schattenwürfe nach unten einzufangen. Hier eine theoretische Trendlinie, doch der würde ich nicht zu viel Gewicht geben, aber zeigt eben im Groben, dass wir eigentlich hier seit dem Tief vom Dezember 2000, vom November, Dezember 2015 hier durchaus noch in einem Impuls nach oben sind, aber aktuell. Letzte Woche schwach, vorletzte Woche schwach. Jetzt sehen wir hier eine leichte Erholung, aber ich denke, der ist noch nicht fertig nach unten. Und gerade wenn es hier unter 1,1150 geht, hier diese Zone, dann ist es doch schon ein Stück weit kritischer. Insofern, dass es dann durchaus nochmal weiter nach unten gehen könnte. Halten Sie es also im Auge. Euro-US-Dollar bleibt interessant. Das große Harmonie-Pattern, von dem ich unlängst schrieb, ist auch noch aktiv. Das werde ich gegebenenfalls mal wieder auspacken, wenn Euro-US-Dollar hier nach unten weiter abdriften sollte. Bei 1,1150 aber eine theoretische Stabilisierungschance, die unmittelbar voraussteht. 100 Pips, wie gesagt. Und dann muss man mal sehen, ob er sich wirklich stabilisieren kann oder weiter nach unten durchmacht. Also eine leichte Präferenz gen Süden ist hier durchaus zu lokalisieren. Im Stundenchart selber Euro-US-Dollar heute bislang 33 Pips gelaufen. Das ist mehr als übersichtlich. Die FTSE-Vektorlogik will ich Ihnen nicht vorenthalten. Da haben wir heute ein bullisches Pattern beim Euro-US-Dollar. So, füge ich mal auf. Da haben wir es. Ja, heute hier eine bullische Tendenz, 75,4% Erfolgsquote, 69 Erscheinungen, das ist okay. Und hier eine positive Erwartung von 0,7%, sogar mit einem Lauf in Richtung 1,1345. Danach sieht es heute fast schon aus. Also wir haben hier das Tief, das theoretische bei 1,1241. Das haben wir, müssen wir uns mal reinzoomen hier. Den Pivot Point rausnehmen, weil die Sonntagskerze hier noch damit rumspielt. Auch hier nochmal umstellen den Handelsplatz, damit wir die echten Kurse haben. JFD Brokers, zack, haben wir die Preisrealität, die wir brauchen. So. Und da sind wir hier im Kalkül. Jetzt aktuell am Pivot Point, kurz davor. Ganz interessant. Hier unten, wie gesagt, heutige Tagestief, 1,1219 knapp gewesen. Jetzt wird es hier spannend, wie der Preis sich nach oben schrauben kann. Wenn es über den Pivot Point geht, dann haben wir heute auf jeden Fall technisches Erholungspotenzial. Ob das reicht hier für einen Lauf in Richtung 1,1345? Technisch gesehen wäre es durchaus möglich. Da wären wir im Bereich des Resistance Level 2 vom heutigen Pivotpunkt. Aber dann sind wir auch hier schon nahe der Widerstandszone. Hier ist übrigens die EZB-Event-Geschichte. Schön nach oben rausgelaufen, um dann mit dem US-Opening nach unten wegzutropfen. Aber hier oben massive Widerstandszone. Also das scheint ein unüberwindbares Bollwerk. Wenn Euro-US-Dollar sich im Zuge einer Erholung dorthin bewegen sollte, wäre das auf jeden Fall eine,
ja, ideale Chance, um gegebenenfalls da reinzugehen. Aber ich denke mal, das muss gar nicht so weit kommen. Vielmehr scheint mir Euro-US-Dollar da vorher schon schlapp zu machen. Insbesondere wenn es hier zum Beispiel neue Tagestiefs heute noch geben würde, dann wäre auch die FTSE-Vektorlogik passé. Dann müsste man hier definitiv gleich mit weiteren Abgaben rechnen. So mal die Situation zum Euro-US-Dollar. Lageeinschätzung, Wochentag nochmal ganz kurz dazugenommen hier. Was haben wir da heute? 48%, das ist dürftig. 41% morgen, sehr, sehr dürftig. Zum Wochenende hin oder zur Wochenmitte bis zum Wochenabschluss wird es ein Stück weit bullischer, aber heute Morgen hier ganz klar negativer Wochenstatistik-Bias und insofern Euro-US-Dollar sicherlich nicht unbedingt dauerhaft stark auf der Brust. Also, das war es erstmal zum Euro-US-Dollar. Wünsche Ihnen auf jeden Fall einen erfolgreichen Handelstag. Und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Und noch kleiner Hinweis an der Stelle. Am Donnerstag der Live-Trading-Event. Seien Sie dabei. Gegebenenfalls schalten wir uns dann sogar direkt mal per dem Devisenradar zum Event dazu. Kostenfreie Anmeldung bei JFT Brokers möglich. Bis dahin wünsche ich was. Auf bald, Ihr Christian Kämmerer.